Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns eigentlich. Aber sie hat ihre Locken schon gemacht und deswegen zeige ich es euch jetzt. Weil wir haben gestern ein Foto gepostet, wo man meine Locken gesehen hat. Und ihr alle wolltet einen Lock-Tutorial. Als ersten Step, ihr braucht erstmal Naturlocken. Weil wenn ihr jetzt glatte Haare habt, von Natur aus klappt das Ganze. Ich habe meine Haare ungefähr einfach handtuchtrocken, also ziemlich feucht noch. Und jetzt kommt Öl in meine Haare. Also das erste, was ich benutze, ist das hier von Redken. Dieses Öl. Also halt einfach Haaröl. Und ihr könnt aber auch das als Alternative benutzen. Das ist, glaube ich, von dem oder so. Dem hier benutze ich einfach eins. Also meistens zwei, aber ich habe jetzt schon ein bisschen meine Haare getan. Deswegen mache ich einfach noch eins und ich tue es einfach so verteilen. Versteht ihr, wie meine so? Erstmal so schön in eure Hände. Und dann, aber ihr könnt es auch kopfüber machen, das soll ich mal lassen. Von dem hier benutze ich einfach, wartet mal, also ich tue es halt erstmal so, ne? Ich zeige euch einfach, wie viel ich davon benutze, einfach so viel. Oh nein. Nicht zu viel. Ja, ja. Weil sonst werden sie fertig. Deswegen. Ich finde, das riecht so gut, ne? Dieses Öl von Redken, das riecht einfach nach Friseur irgendwie. Weil so ich ungefähr. Nur dieses Redken benutzt. Nur das da? Von der Luft trocken. Deshalb sehen sie so schön aus. Sie hat nicht so starke Locken gemacht, sie hat nur ein bisschen. So, weil es muss bei ihr schnell gehen oder so. Keine Ahnung. Als nächstes benutze ich diesen Conditioner. Also eigentlich sollte man ja einen Leave-In-Conditioner benutzen, wenn ihr sowas macht. Aber ich finde, der ist ziemlich fest so. Deswegen, ich glaube, es funktioniert auch. Also ich habe es auch benutzt und es funktioniert wirklich. Also es riecht so gut, ne, nach Ananas. Auf jeden Fall, ihr benutzt einfach halt zwei Fingerspitzen. So, ich habe jetzt Nägel, das ist einfach. Aber halt, ihr müsst einfach gucken, wie viel ihr wollt. Dann nehmt ihr das und backt es auf eure Hände so. Ja, ich weiß, sehr, sehr messy, aber es ist es wert. So. Macht ihr erstmal rein und danach geht der Kopf über und scruncht das halt so. Ich will jetzt auch ein bisschen meine Haare reinmachen, weil. Oder was ist das? So. Ach, wir haben eigentlich noch ein bisschen Chlor drin, weil ich im Pool war, aber ich gehe eh heute nochmal in den Pool, also was soll's jetzt? Ihr sollt auch nochmal in den Pool. Es ist zwar kalt ein bisschen, aber das ist so cool. Aber ich habe keinen Bock, mich dann nochmal abzuduschen, deswegen lieber du morgen ja früh gehe ich. Nicht. Nein, ich habe keinen Bock mehr heute. Ich werde heute nicht mehr duschen. Außerdem werde ich sonst heute morgen früh auch nicht duschen. Ich werde erstmal heute Morgen Abend duschen. Also nur Körper halt. Haare. Ja, es ist. Wenn man Locken hat, muss man seine Haare nicht immer duschen. Wie meinst du? Ich meine, dass wenn man Locken hat, sieht man nicht, dass da Chlor drin ist. Mhm. Auch meistens in den Ferien kennt sich eh keiner. Mhm. Meine Strähnen sind immer. Als nächstes. Jetzt kommt das Wichtigste. Ich will kurz was sagen. Ja, okay, sag schon. Meine Strähnen, Leute. Bitte, wenn ihr am Überlegen seid, euch diese Bangs reinzuschneiden. Und ihr Locken habt, macht's nicht. Macht's nicht. Weil ihr könnt euch keine Locken mehr machen, das sieht jetzt. Ja, es sieht komisch aus. Aber man kann noch Seitenscheitel machen. Als nächstes, das ist sehr wichtig. Wo, Emilia, Seitenscheitel, wo? Ja, so, das ist. Egal. Auf jeden Fall, das ist jetzt wichtig, sonst könnt ihr das Ganze ja, nicht machen. Ihr braucht halt so ein Ding halt, ne? Boah, man kann hier so gefühlt nichts lesen. Weil es ist schon ziemlich alt so, da ist nur noch so viel drin, ne? Hey, was ihr von Red kennt, Leute. Ich habe jetzt das andere, da kann man auch nicht viel mehr lesen. Ich weiß nicht, aber das geht da einfach richtig schnell kaputt. Aber halt so. Nein, wir haben es einfach bisschen. Das hier braucht ihr. Das war cool, weil es hält lang. Das muss draufstehen. Curl irgendwas. Curl Refrain oder so. Weil das tut eure Locken so, so bringen, ja? Also. So ein Schuss. Ich habe das zweimal in der Schule gemacht. Auf jeden Fall. Ich nutze das, was eh schon gefühlt leer ist. Es sieht einfach so aus, ne? Eigentlich müsste man das jetzt sauber machen oder so. Ihr benutzt ungefähr so viel, oder? Du musst mehr reinmachen. Mehr. Also, Letizia ist so meine. So viel braucht ihr? Ja, also so dick. Wir haben zu dickes Haar für so. Und natürliche Locken. Also, natürliche Locken meine ich. Also, und Letizia ist so meine. So, sie hat mir das beigebracht mit den Locken, deswegen auf ihre Haare einmal so kopfüber und dann verteilt sie auf euren Händen. Dann muss man ein bisschen durchbürsten oder. Dann bürstet ihr das halt so durch. Rein in die Haare machen oder so. Also mit euren Fingern halt.
Und dann macht ihr diesen Weg. Also ihr nehmt eure Haare so, nehmt da oben und dann tut ihr den so. Versteht ihr? Und das macht jetzt so ein paar Minuten. Ungefähr so. Und das Ding ist, wenn ihr jetzt irgendwie Zeit habt oder so, könnt ihr es auch noch normal föhnen. Aber ich tue jetzt mit so einem Diffuser direkt starten. Weil ich habe keine Zeit, weil ich muss jetzt noch Off-Weiß machen. Also ich werde jetzt noch trainieren. Ich glaube, ich habe mich erkältet, mein Hals tut weh. Und ja. Ich habe jetzt den da. Aber wir haben auch einen schwarzen und noch einen davon. Ja, deswegen. Ich tue es einfach auf volle Stufe. Und ja. Ungefähr so aus. Also ich habe es jetzt nicht so krass viel gemacht, weil ich habe eben keine Zeit. Also man kann es gut erkennen. Vielleicht nicht weggehen kurz. Ja, halt so, ne? Und eben wegen dem Ansatz hier. Alles schön und gut. So natürlich und so. Aber was soll ich damit machen? So, wenn ich das mache, geht es wieder nach vorne. Das ist halt das Problem, wenn ihr diese Bangs habt. Ah ja. Könnt halt so machen, aber es halt, sieht halt sehr, sehr komisch aus. Ich weiß, was ich machen soll. Ich bin ziemlich, ne, was soll ich sagen, ziemlich überfordert mit meinen Bangs. Aber ich gehe jetzt eher fahren und auf Weiß machen. Okay, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas verstehen. Also wie man... Seht ihr, ich kann nicht mal hinter meine Ohren machen, so puffig sind die. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was verstehen. Das ist unser fertiges Ergebnis. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss. Sorry wegen der Musik, ne? Aber ich muss noch mal ganz kurz was sagen. Ah, ich habe schon Tschüss gesagt. Aber ich glaube, wenn ich schon die Ohren so ein bisschen tue... Finde ich es, glaube ich, am besten. Ich weiß nicht, das ist unsere Locken. Richtiger Puff. Richtiger Puff, Leute. Ja. Sieht man die überhaupt? Ja. Also so stören sie mich halt auch gefühlt gar nicht. Und tschüss.